Neue Runde Dota 2. Guten Morgen an euch. Einen schönen Sonntag. Ich dachte, ich spiele mal wieder Live-Stile. Lange nicht gespielt. Und ist ein super Held. Kann jetzt inzwischen kann er ein bisschen leicht gekitet werden mal von dem vom Lone Druid. Das kann ein bisschen nervig werden. Unser Line-Up ist ein bisschen komisch. Ich würde eigentlich Viper in die Mitte schicken. Ich weiß nicht genau, wie es ist. Irgendwie will aber Miranda in die Mitte. Viper gegen TA in der Mitte wäre halt der Hammer. Wäre mal ziemlich super. Aber irgendwie wollen sie das noch nicht. So, was will ich jetzt noch? Ich überlege gerade, kaufe ich mir einen Magic Wand. Bin noch gerade ein bisschen... Noch nicht ganz im Spiel, aber es kommt schon gleich noch. 30 seconds to battle. Legen wir mal los. Also, natürlich ist ein Armlet super auf Lifestealer. Nicht ganz ungefährlich, wenn man disabled wird und das Armlet noch einen runter tickt. Aber es ist einfach ein sehr, sehr starkes Item. An Stärkehelden allgemein, an Helden, die auch eine Möglichkeit haben, das Leben wieder zurückzuholen, wie halt eben Lifestealer, der das Life stealt. Könnte der Name fast schon verraten. Aber sie machen es sogar so, wie wir geplant hatten. Oder wie ich... Okay. Das habe ich in der Lobby nicht ganz mitbekommen. Vielleicht haben sie auch geswappt. Irgendwas war da durcheinander. Wir machen es richtig. Das ist hervorragend. Wir haben Viper in der Mitte gegen TA. Wir haben Roaming Miranda mit Winter Wyvern. Und nochmal hier den Pudge. Können ihn noch ein bisschen nerven. Hat so eine niedrige Range auf Level 1. Oh! Sehr schön. Krieg ich noch einen Assist? Nein, krieg nicht mal einen Assist dafür. Das war mein tolles Open Wounds, ja, was das mit ermöglicht hat, aber nein. Und da ist er schon wieder. Mitgeben. So, ich skill mal 1-1-1. Dann habe ich alle Varianten, alle Möglichkeiten. Und wenn das so läuft, gehe ich vielleicht auch einfach auf eine Hand of Midas. Das kann auch gut sein. Ich habe jetzt echt einen guten Start. Ja, das First Blood wäre natürlich noch besser gewesen. Könnte ich mir trotzdem vorstellen. Es ist ein bisschen windig heute. Überall klappern hier die Fenster und die Rollläden und sonst was. Ich hoffe, das hört ihr nicht zu sehr, das nervt nicht zu sehr. Einfach ein bisschen... Da wird gelacht. Ich glaube, es wäre einfacher... den Patch zu ganken. Als da oben, aber naja. So. In dem Spiel könnte ich mir fast vorstellen, Open Wounds. Bisschen für die Reichweite, zumindest einmal. 300 Reichweite ist schon ein Unterschied, immer nochmal. Ich spiele so wie selten Live-Spiele. Ich beschäftige mich gar nicht so sehr damit. Rage. Wie ist denn das damit? Der Cooldown bleibt gleich. Die Dauer geht auf 6 Sekunden. Oh, ups. Da habe ich den Bastard verpasst.
Feast. Ne, Feast skaliert nicht so super. Das lasse ich mal auf 1. Und ich glaube, Open Wounds einfach mal auf 2. Das finde ich ganz okay. Erhöht die Reichweite und senkt den Cooldown. Ich glaube, das mache ich so. Ich mag den einen Punkt ganz gerne mehr für die 100 mehr Reichweite. Und zack, Hand of Midas. Läuft. Einfach das bisschen mehr Reichweite macht schon noch ein bisschen was aus. 300 statt 200. 200 ist schon echt schon... Da muss schon in ihm drin sitzen. Also falls sie es nicht mitbekommen haben... Ich weiß nicht genau, wo der Patschach da ist jetzt. Man sieht ihn doch gerade. Ich gönne mir auch mal einen von meinen Tangos jetzt. Ich habe das Gefühl, ich habe die umsonst gekauft. Das mag ich auch nicht. Soll ja auch irgendeinen Sinn haben, dass ich die hier im Inventar habe. Ne, der scheiß Katapult noch einmal auf den geschossen. Später habe ich auch eine schöne Combo mit dem Clockwork. Wieder drauf geschossen. So, jetzt mal Boots. Mal gucken, ob ich immer noch Armlet gehe. Boots wäre immer noch ein recht frühes Armlet. Darauf kommt es dann an. Komm, schnell, schnell. Ne, zu spät. Ein spätes Armlet lohnt sich nicht, aber so wie es jetzt läuft, bisher... Der Patsch ist schon wieder Mist. Ups, schneller. Ich bleib einfach mal in der Lane. Das bringt mir wesentlich mehr, als wenn ich jetzt zwischendurch in den Jungle gehe, vor allem, weil ich alleine bin. Ich muss Midas relativ spät einsetzen, damit ich die Lane nicht zu sehr pushe, obwohl die jetzt eh schon pusht mit dem Katapult. Ich merke ganz gern, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Auch hier, wie an einigen Carries, Threads oder Face Boots. Ich bin auch, oft mag ich hier die Face Boots, die Mobility. Die Mobility meine ich. Dass man halt schön nicht so super lahmarschig unterwegs ist. Kann sonst leicht gekitet werden. So klar, wenn ich mit dem Clockwork reingehe, dann sind die Threads. Dann brauche ich keine Face oft, aber. Ich würde mir Faceboots holen. Eventuell spare ich mir tatsächlich das Armlet auch in diesem Spiel. Mal gucken. Liegen mit 3-1 recht komfortabel vorne. Okay, da ist der Patsch weggeteleportiert. So, kurz meine Items umsortieren. So. Ja, ich fühle mich damit Facebooks wesentlich wohler. Einen verpasst. Okay, der ist viel am Roman, der Patch. Verpasst er euch unten viel und ich habe halt echt Free Farm. Fühle mich schon ein bisschen schlecht fast. Und vielleicht gehe ich einfach direkt auf ein anderes sehr gutes Stärke-Item, nämlich auf ein Whistleblade relativ schnell.
Wenn das so läuft, wie es jetzt gerade ist. Ja, fast. Hast nicht fast. Fast geklappt. Jetzt pusht sie die Lane hier ein bisschen. Ein bisschen Action mal hier unten, nicht ganz alleine. Schon ein bisschen. Na, bisschen zu wenig. Gut, wenn sie so pusht, kann ich das meist auch ein bisschen früher benutzen. Dann schon den Tower pushen. So leicht kann ich die TA nicht killen. Sie hat Melt, sie hat Refraction. Das ist nicht so viel, was ich hier machen kann. Ist nicht ganz. Ich farm einfach mal weiter. Vielleicht kommt mal jemand runter. Aber sie pusht auch nicht in den Tower. Farmt zwar ein bisschen. Okay. Brauche ich mal. Jetzt ein bisschen schwierig, wenn ich tatsächlich gehuckt werde, dann mit der TA zusammen kann das wehtun. Deswegen bin ich auch mal gerade weggegangen einfach. Jetzt habe ich eine schöne Range auf Open Wounds. Dann gehe ich mal wieder runter. Ich glaube, ich werde das wirklich machen. Ich hole mir einfach einen Early Basher. Und ein guter Bash ist dann viel wert. Sanj und Yasha mag ich auch. Für Race Car Build. Manchmal noch mit Drums zusammen. Sehr gut. Läuft doch mal. So, 1000 kostet das Rezept. Spare ich mir einfach eben mal noch zusammen. Geht ja relativ fix. Patch ist wieder hier unten. Und Sven ist tot. Ja, wollte ich lieber ein bisschen zu vorsichtig sein, als dass mir. Mid-Tar taking damage. Not yet. Die hat mich nicht disabled. Ja, Open Wounds. Fuck it! Na, Refraction. Hat sie Refraction da? Hm.
Your bottom tower is under attack. Your middle tower has been destroyed. Na, haben wir irgendwie Detection auf dem Weg? I am not your bottom tower, but if I were, I'd be in a lot of pain right now. So geht's natürlich auch. Nicht genug Mana gehabt anscheinend, um da alles, um mehrere Sachen anzuschmeißen. Ne, machen sie auch mal wieder einen Kill. Vielleicht ganz gut, wenn das Spiel nicht zu einseitig wird, wird ja auch langweilig. Achso, hat es wirklich noch abgebrochen. Es war direkt da, als ich nochmal nach dem Urana gestartet habe. Und dann hat sie es anscheinend direkt leider nochmal abgebrochen. Geh mal hier unten hin. Und wenn ich schon da bin, kann ich es auch gerade stacken. Ja, wie wär's? Darf ich jetzt auch mal meine Items haben? Wäre auch mal was, danke. Jetzt vielleicht, meine Herren. So, jetzt vielleicht. Ein bisschen Attack Speed mal holen. Autsch, der Rubik. So, schau ich mal oben, was da für eine Rune ist. Irgendwas, was ich gebrauchen kann. Da war eben der Lone Druid zu sehen, kurz. Das heißt, der ist hier in der Nähe. Okay, ist in die Mitte gegangen. Ich nutze das mal, glaube ich, kurz zum Heilen. Damit ich nach besser kämpfen kann. Invis vielleicht? Na, Miranda hat kein Ulti. Oh, das war knapp. Für die läuft's nicht. Ich glaube nicht, dass sie da viel rausholen. Der Clock läuft ja noch ein bisschen Zickzack-Linien. Autsch. Oh, ist das mies. Wer werden die denn verarscht? Wenn er noch die Aktion in der Mitte verpasst. Ich würde ganz gerne meine Midas einsetzen, komme aber nicht dazu. Ja, sag mal. Wo gehen denn die Spinner lang? Ich soll keine Kills kriegen. Nur Assists in diesem blöden Spiel. Und mein Assist ganz am Anfang fürs Fossil habe ich auch nicht bekommen. Alles eine Riesenfrechheit. Naja, das sieht eh ein bisschen easy aus alles. Also die spielen schon ganz schön komisch. Der Patch hätte da, also die hätten den Clock da killen müssen. Stattdessen macht er noch den Kill, das ist schon mies. Hundertzehn, 185 brauche ich.
gold from my master. Ja. Da habe ich versucht, noch dem Hook auszuweichen. Ich wollte ihn so gern treffen. Er war auch so schön ge-arrowed, gestunt. Immerhin kam sie dann in die Nähe und hat mir ermöglicht, dann den Ulti auf sie zu machen. Ja, ich hätte noch einen Schritt mehr zur Seite machen sollen. Ich bin einmal so, schon so einen Bogen gegangen. Ich dachte, Hook kommt ein bisschen früher, aber kam er nicht. Klempline, immer noch ein bisschen, nicht ganz so bewandert in Dota, da fehlt immer noch ein bisschen was. Das ist aber auch so, wenn man sich nicht so gut auskennt, ist es echt etwas unübersichtlich. Das kommt aber mit der Zeit einfach. Das ist einfach Übungssache. Als ich neu in Dota war, ging es mir ganz genauso. Nichts gecheckt. Ganz normal. The next time someone claims video games are not hard, I'm going to show them a replay of this match. Na, da gammeln sie alle rum. Ich glaube, ich hole mir erstmal den Attack Speed noch und dann mache ich erst das Büssel fertig. Okay, ich wollte auch gerade nach oben porten, um da den Duel vielleicht mit abzuholen. Okay, ist bisschen viel Action da. Autsch, okay. Die haben sie auch. So. Der Stormhammer von Sven hat ein bisschen Travel Time, da haben wir noch Zeit. Rage zu aktivieren, das ist der coole 90 Sekunden. Ich glaube, ich hole mir auch die kleine Rüstung noch. Und dann mache ich ein Whistleblade fertig. So rum mache ich das. Au, Winter Wyvern. Oh, Knäppchen. Und kaputt. Wo kommt denn der lange Stun her? So, ich will mal ganz kurz, dass der Kurier nicht gefährdet wird. Komm mal ganz schnell her. Danke. So, der Kill musste wenigstens noch sein. Natürlich kriege ich den Kill nicht, aber naja. Meld müssen noch auf Cooldown sein.
Irgendwann kriege ich nochmal einen Kill. Na gut, einen Kill habe ich ja schon. Ach, da kam der Stun her. Oh, schade, dass er nicht gehuckt hat. Ich bin schon fast darüber gefreut, wenn er ihn huckt und wir ihn dann vermöbeln. Ach komm. Hm. Lass dich hucken, lass dich hucken! Lass dich hucken! Lass dich hucken, lass dich hucken. Ja, Invis, Traum. Traum. Na, jetzt ist ein bisschen... Doch. Okay. Nein! Komm's dann! Krieg keinen verfickten Kill in diesem Spiel. Ja! Last Hit! Am Tower. Muss ich die kleinen Sachen freuen. So, ich hole mal eine Abyssal Blade mal. Komm, gib ein bisschen Gas. Danke. Dann bin ich ein bisschen gierig mal. Kommt hier einer mal alleine hin? Ist natürlich echt gefährlich, weil sie aus der Base ziemlich schnell da sind. Wenn hier irgendwas geht. Der Rubik, so mies. Boah, ich musste nicht mehr das Abyssal Blade einsetzen. Aber mit Rage, Magic Immunity, keine Chance. Nicht mal Open Wounds war da fällig. Autsch, der arme Sack. I'm not ready. Keep your throat. I want your life. Na, na, na. Don't block. Don't block. Don't block the cock. Clock. Natürlich kann man auch mal wieder raus hier. So. Und weggeblinkt. Das war geil. Wupp, ah, und weg. Ich hab einen Termin. Am Ende habe ich den Rubik noch mit Abyssal Blade versehen, weil es mir ein bisschen zu unsicher war.
Weil ich keine Magic Immunity Rage abgelaufen und ich wollte nicht, dass er mir, dass er irgendwelche komischen Spells auf mich macht. No more top barracks for them. Ach komm! Scheiß Blink! So. So, den Druid Hammer. Die schöne Next Bomb. Kann man das AC fertig machen. Na toll, danke für die Cox. That's what she said. Middle tower demolished. Incoming. Unfortunately, the enemy on his barracks is formed. The enemy's middle barracks is fallen. Players here. Get over here. Not yet. Nein, ich komm nicht mehr ran. Da ist der Whistleblade nochmal eingesetzt. Der Four-Star kam vom Clockwork, glaube ich. Ja. Ich habe eine Reichweite geforstarft. Ja, das war ein recht einseitiges Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich solche... In letzter Zeit habe ich oft solche Spiele auch gar nicht auf YouTube hochgeladen, die zu einseitig sind. So spannend war es ja auch nicht, von meiner Perspektive. Ich habe gut gefarmt, sehr frühes Midas gehabt. Ich weiß nicht. Aber ich spiele andererseits Lifestealer so selten. Weiß es nicht. Andererseits spiele ich halt Lifestealer so selten. Vielleicht behalte ich das Spiel. Ich weiß nicht. Ihr könnt ja eure Meinung mal in Twitch-Chat schreiben, ob ich das Spiel auf YouTube hochladen soll oder eher nicht. Bin ich ganz sicher. Ich überlasse das mal euch. Wie gesagt, Lifestealer spiele ich nicht so häufig, deswegen ist es mal ganz nett, den zu sehen. Andererseits war es nicht das beste Spiel aller Zeiten. Mal schauen. Ihr könnt es entscheiden, würde ich sagen.